Ja, Leute, willkommen zu Jurassic World The Game. Leider einen Tag verspätet. Der Giga wäre gestern schon rausgekommen. Aber hier ist er. Giga Centur. Alter Schwede, darauf habe ich mich eigentlich schon gefreut. Jetzt endlich mal, wenn nicht meine neue Lieblings-Jurassic-Kreatur in meinem Spiel, nämlich in Jurassic World The Game. Da ist er. Das Model aus Alive, ja. Schauen wir mal, wie er in The Game aussieht. Der Rücken, muss ich ja sagen, hat er jetzt noch nicht so viel versprochen. So. Mit der spannenden Musik. Mit den T-Rex-Sounds, ey. Oh, das ist so awkward in Jurassic World The Game. Das ist so awkward. Na gut, er hat tatsächlich den normalen Hintergrund. Heißt Gen 2. Er müsste ja tatsächlich bis Level 40 sich verändern. Er zählt jetzt nicht als Filmkreatur, so wie der Atrociraptor. Sondern als Spezies. Ach, keine Ahnung, wie sie das erklären. Aber ihr wisst, was ich meine. Der Atrociraptor, bei dem war es ja so. Warte mal, machen wir das jetzt mal. Das ist jetzt so viel Geklicke. Ich peile gar nichts mehr hier. Owen Chicken. Dankeschön. Was ist das eigentlich für ein Angebot? 31 Tage noch, ist ein Monat. Das ist ja. Ich habe keinen Überblick mehr in diesem Spiel. Keinen Überblick mehr. Gut, wir schauen uns jetzt einfach straight an. Er hat auf jeden Fall rechts die Wunde oben. Sieht man jetzt nicht so ganz genau, aber er hat sie. Sein Maul an sich stimmt. Ist interessant, wie sie das mit den Armen gemacht haben, weil er hat ja wirklich verdammt lange Arme. Aber das sieht jetzt mit den T-Rex-Animationen echt komisch aus, wenn ich ehrlich sein darf. Der hat die so weit oben. Seht ihr, was ich meine? Der hat die eigentlich im Film so hängen. Viel weiter unten hängen. Aber prinzipiell, da auch die Wunde hinten am Schwanz sieht ziemlich heftig aus bei dem Model. Nicht schlecht. Also die Stacheln hinten könnten ein bisschen größer sein, wenn ich jetzt von der Seite angucke. Aber grundlegend passt's. Grundlegend passt's doch. Nicht schlecht. Also dafür, dass das Spiel so uralt ist und wir Animationen von Kreaturen von vor 5 Jahren hier benutzen für Models aus diesem Jahr, ist es okay. Also das Ergebnis könnte schlechter sein. Aber man merkt halt, dass er hätte kommen, den hätten sie auch eine eigene Animation auch geben dürfen. Allein mit den Rex-Sounds ist das so weird. Na gut. Jetzt auch die Fressanimation, ne? Ja. Nichts Neues. Nichts Neues. Na gut, er sieht trotzdem toll aus. Und er hat unheimlich viel Leben. Das sieht man ja jetzt schon. Er hat ja fast 10-mal so viel Leben wie Damage. Alles klar. Gut. Ich hoffe, ich kann heute motiviert klingen. Ich bin heute ein bisschen unmotiviert. Ich habe nicht gut in den Tag gestartet, schlecht geschlafen. Das ist eigentlich immer so eins der Hauptprobleme, finde ich. Wenn man nicht gut schläft, dann ist man einfach angefressen. Und dann ärgert man sich auch noch, weil ich so ein Helfersyndrom habe irgendwo für andere Menschen zu sehr. Ach, Leute, es ist nervig irgendwo, aber da muss man halt immer wieder mit klarkommen, dass man nicht jedem, ne? Nicht für jeden. Jeder ist sein eigenes Glückes Schmied. Du kannst nicht für andere das Beste. Du kannst nur das Beste wollen, aber du kannst es nicht erzwingen, ne? Genau. Und dann muss man halt schauen, ob man selber schuld ist oder nicht. Also, ich ärgere mich einfach, wenn viele Menschen nicht ihr Potenzial ausschöpfen, das sie hätten. Gut, aber vielleicht ist es ja auch eine schöne Eigenschaft später, irgendwo im Management, dass man seine Leute managen kann, weil man deren Potenziale sieht. Was ich jetzt gerade merke, also was ich ein bisschen krass finde, dass er nicht so gut ist. Und schaut mal her, Ghost hier, Atrociraptor, klar, ist ein Name, ist jetzt nicht die Spezies, hat diesen schönen Hintergrund, ist ein Movie-Animal. Ah, der Giga ja eigentlich auch, aber er wird jetzt hier als Tier, als Kreatur, als ganz normal gewohnte Kreatur, sage ich jetzt mal, definiert. Und deswegen hat er auch wahrscheinlich veränderte Stufen. Also er wird nicht nur so glühen, wenn wir ihn auf Stufe 20, 30, 40 machen. Obwohl er so ein markantes Aussehen hat. Und eigentlich wie der Rexy Blue, finde ich, eben eine eigene Filmspezies doch ist. Ja, keine Ahnung. Es ist nicht so, es ist nicht mehr hier consistent. Und 7000 DNS, das ist schon ein ordentlicher Preis. Aber auch nicht viel, wenn man ehrlich sein darf. Auch nicht viel. Na gut, ich werde das Ganze jetzt vorbereiten, Leute. Wir werden uns gleich wiedersehen und dann den guten Kollegen auf Stufe 40 bringen. Ja, da bin ich wieder. Ja. Er verändert sich. Schaut es euch an. Er wird ein bisschen bräunlicher. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich finde es ein bisschen unlogisch einfach, dass der Giga jetzt... Also, es tut mir leid, dass ich jetzt hier so rein nörde, aber...
Er ist eine Filmkreatur, aber wieso wird er dann nicht wie Blue oder eben Ghost dann angesehen und verändert nicht seine Farben, sondern bleibt eben sein normales Modell und hat auch nur, wie auch Bumpy zum Beispiel, so einen Glüh-Effekt um sich herum. Wieso entwickelt er sich? Also ich sehe da die Logik gerade nicht so ganz dahinter. Er wird einfach als Kreatur betrachtet, nicht als Filmkreatur. Schade. Also es gäbe von denen ganz viele, ganz, ganz viele. Also ich finde, er ist genauso besonders wie der Jurassic Park Spino und Rexy. Schade. Aber gerade weil der Jurassic Park Spino vielleicht auch hier im Spiel quasi drinnen ist und als normales Spinosaurus betitelt wird und sich entwickelt, haben sie es vielleicht so gemacht. Jawohl, aber in The Game ist er ja eigentlich nicht drin. Wir haben einfach nur zwei Gens und Spinos. Wir haben nicht den Jurassic Park Spino direkt. Der ist ja, wenn er in Alive drinnen. Und da kann man ja nichts... Da verändern sie ja ihr Aussehen nicht aufgrund des Levels. Ach, keine Ahnung. Ich hätte es besser gefunden, wenn er hier so als Filmkreatur eben deklariert werden würde. Hätte ich einfach cooler gefunden jetzt so als Giga-Fan. Na gut. Was will man tun, ne? So. Bisher sind die Farben auch nicht so spannend. Bin ich ehrlich. Also es liegt nicht nur an meiner schlechten Stimmung heute, sondern ich finde es ehrlich. Dieses grün-graue, was er sonst hat, jetzt zu braun, schaut euch das mal an. Aber ein bisschen braun draufgeklatscht. Wirklich nicht toll. Also das Model ist halt in meinen Augen genial, aber was sie jetzt hier farblich bisher rausholen, ist lame. Bitte Level 40 sei interessant und bitte nimm nicht die Stacheln weg oder was weiß ich. Was ist das denn? Wie eine Kobra. Wirklich wie so eine Schlange. Der Kamm ist ja noch größer. Mal gucken, ob das gut aussieht. Ich will einfach nicht, dass das sich eigentlich verändert, weil ich sein normales Aussehen so toll finde. Also, dass die Stacheln größer werden an sich, finde ich ganz cool. Ich finde halt, vom normalen Model sind sie nicht groß genug. Ja. Ja gut, sie haben sein Hauptdesign quasi ihm gelassen. Seine Wunden sieht man fast nicht mehr jetzt. Das ist ein bisschen schade. Aber wisst ihr, er hat so viel Detail, so viel Charakter hat dieser Saurier. Allein durch sein Aussehen. Der braucht keine Stufenveränderungen. Er ist genauso eben ein Filmkreatur wie der Rest. Ach, ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Er sieht echt nicht schlecht aus jetzt. Der Gesamteindruck ist gut. Der Kamm sieht noch bedrohlicher aus. Das Horn auf der Nase... finde ich überflüssig. Also ich stelle mir gerade ohne dem Horn vor. Ich finde, ohne dem Horn wäre bedrohlicher. Seht ihr das? Weil es sieht ja jetzt noch grimmiger aus. Dieser Kamm über den Augen lässt jetzt den Vorschein erwecken, dass er noch bösere Augenbrauen hat, weil es ja noch weiter gebogen ist. Ach, ich brauche es nicht erklären, ihr seht es selber. Aber ja, es ist... Ich finde es hart zu bewerten gerade. Ich finde es wirklich hart. Ich will nochmal schreien sehen. Boah, ich mag sein normales Model mehr, bin ich ehrlich. Aber es ist jetzt auch nicht schlecht. Also es ist jetzt keine Katastrophe, sagen wir es mal so. Es ist jetzt keine Katastrophe. Mir da nochmal ein gutes Bild von vorne. Ihr wisst, ich bin auf Thumbnail-Jagd. Puh, allein dass er so viele Merkmale von seiner normalen Stufe doch beibehält, zeigt doch. Also, der Tag kann nicht schlimmer werden. Er kann einfach nicht schlimmer werden. Also, er ist nicht mal schlimm. Ich tue mir gerade einfach nur schlecht einreden, aber jetzt bin ich so lost und habe einfach... Ja, Speicher ist voll gelaufen. Jetzt habe ich einfach keinen. Ja. jetzt darf ich das Video danach zusammencutten. Okay, gut. Auf alle Fälle, was ich meinte, ist, er hat schon so viel Charakter. Und daher finde ich das irgendwie nicht gut, dass man ihm eine Veränderung gibt. Sie haben wenigstens ihn nicht zu krass verändert. Es sieht nicht schlecht aus. Es ist einfach nur unlogisch. Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt einfach keinen Sinn in meinen Augen. Naja, aber hier ist er, der Giga Level 40. Zack. Stats sind ja auch nicht mal so toll, Mann. Das ist doch schade. Was machen sie denn aus meinen Lieblingen? Na gut.
Hoffentlich sind die Fakten wenigstens ganz cool. Der Giganotosaurus Gen 2 hat extrem kräftige Beine, die trotz seiner enormen Größe besonders schnell Bewegungen ermöglichen. Ja, das ist ein cooler Fakt, das sieht man im Film. Der Giga ist ungemein... Ach, schaut euch das mal an, wie cool der aussieht. Aber der Kamm hinten ist nicht so ganz richtig. Stacheln ist komisch irgendwie. Bisschen zu klein. Aber ja, an sich, das Hauptmodell sieht doch am allergeilsten aus, jetzt mal ehrlich. Naja, auf alle Fälle, ja, das sieht man ja im Film. Er hat den Tyrannosaurus damit dominiert, dass er immer schneller war. Er war immer als erstes am Zug. Unfassbar viel Leben. Der Giga Gen 2 ist trotz seiner etwas größeren Größe etwas sanfter als der Giganotosaurus. Er ist jedoch immer noch ein furchterregende Bestie, also sei vorsichtig. Hä? Er soll sanfter sein als der normale Giga? Der Gen 2 ist etwas größer als der Gen 1. Aber er soll sanfter sein, müsst ihr mir gerade erzählen. Ich glaube, die haben den Film nicht... Ja, okay. Stopp. Gegenüber Menschen war er wirklich sanfter. Er ist nicht wirklich eine Killing-Maschine gewesen im Film. Was ja viele auch beim Film kritisieren, was ich komplett verstehen kann, weil absolut keine Spannung mehr da war. Aber es ist halt die Kreatur dann irgendwo gewesen. Es hat schon zu der Kreatur gepasst. Er gegenüber dem Rex, er hat ein absolutes Territorialverhalten gehabt und hat alles töten wollen, was in seinem Territorium ihm zu groß kommt. Aber kleine Tiere hat er einfach, sag ich jetzt mal, belächelt. Auch Menschen. Ja, fand er interessant, aber dann, wo dann Maisie da hochklettert, hat er sich schon mal gedacht, das schnappe ich mir jetzt. Das ist jetzt ein guter Kill. Also der war ein bisschen sanfter, neugieriger und hat dann doch mal vom... Ja, gut, gegenüber Menschen schon sanft, doch. Aber gegenüber Sauren würde ich nicht in sanft einschätzen. Also schaut euch das mal an, was er gegenüber Rex die ganze Zeit gemacht hat. Er hat ja komplett immer aufs Maul gegeben. Ja, stimmt schon, doch, sanfter. Er ist halt... Er tötet nicht direkt aus Vergnügen, halt so wie so ein Tier halt eben, wie es sein sollte. Tötet halt dann, wenn es ums Überleben geht. Der Giga und der Giga Gen 2 haben den größten Schädel aller derzeit bekannten Theropoden. Ah, das ist veraltet, ne? Das ist doch veraltet, oder nicht? Ja gut, größter könnte hinkommen, vom Volumen gesehen. Aber das ist ja nicht mehr so groß, wie man eins mal angenommen hatte. Längster nicht mehr, da ist es das Spino. Aber der Rex ist ja viel breiter, ne? Boah, da kann ich jetzt nichts dazu sagen, auch wenn ich mich mit Theropoden echt ganz gut auskenne. Also, sie meinen wahrscheinlich den alten Schädel, wo er noch 1,90 lang war. Das ist ja eine veraltete Information, wo man den nicht richtig rekonstruiert hat. Mittlerweile könnte es sogar sein, dass der T-Rex den größten wieder hat. Weil, wenn wir bei Größe von Volumen ausgehen. Der Giga ist etwas länger, aber nicht so breit. Aber im Jurassic-Franchise hat er definitiv den größten Schädel, ja. Die von den Genetikern von Jurassic World verwendeten Modifikationen erhöhten die Kieferstärke des Giganotosaurus Gen 2, was zu einem viel stärkeren Biss führte. Ja, das ist ja im Film, ist er ja angeblich komplett rein, ne? Aber hier, das ist dann Genetik und haben die noch einen stärkeren, genetisch modifizierten, das Maul gegeben. Gut, wir wollen ihn in Action sehen. Er ist leider wirklich eine... Enttäuschung ist er jetzt nicht unbedingt. Ich find's einfach nur unlogisch. Ich find's einfach nur unlogisch, dass er eben nicht als Filmkreatur gesehen wird. Und sich auch eben hier entwickelt und alles. Alter, als ob der so weit hinten ist. Warte mal. Megalosaurus? Deinonychus kostet auch 7000. Er ist wirklich weit hinten. Ja, keine Ahnung, der ist schlechter als Lythronax. 300 Damage hat der Megalosaurus mehr, da müsste er ungefähr 900 mehr HP haben. Ey, der ist wirklich schlecht von den Stats. Er ist einfach nur schlecht. Er ist nicht mal... Er ist schlechter von den Stats, als es für den Preis sein müsste. Das ist schade. Ich weiß nicht, was bei Lydia da schon wieder los ist. Er sieht cool aus, aber... Schlechte Stats. Gut, wir nehmen ein Team von euch. Das habe ich ja versprochen. Wir nehmen sogar zwei, würde ich sagen. Es geht um den Giga. Es ist ein... leider auch ein Ende einer... Wie habe ich es... Wie nenne ich es immer? Ende einer Ära irgendwo. Also die... Jurassic World The Game Ära ist bei mir wirklich vorbei. Ja, ihr habt zum Teil gemeint, dass meine wenige Aufmerksamkeit daran liegt, dass ich so wenig Videos mache. Ich weiß nicht, damals, ich musste nicht immer direkt viel Videos machen, ich muss nur immer die richtigen Kreaturen zeigen. Nur,
Es ist halt ein bisschen schade, weil ich habe die Zeit nicht mehr und jetzt mache ich Videos mit hoffentlich interessanten Inhalten und dennoch kriege ich keine Aufmerksamkeit. So, wir nehmen das Team von Yu Akpo, sagt Giga Gen 2, Terizinosaurus T-Rex. Okay, das ist eine coole Idee, aber problematisch ist dabei, wir haben noch nicht den Terizinosaurus aus Jurassic World Dominion. Wir haben bisher nur den normalen drin, sage ich jetzt mal. Da bin ich ja gespannt, bis der kommt. Aber wir machen jetzt so eine Art Dominion-Team, ja. Oh, das ist der T-Rex. Bin ich zu weit vorne? Hier so. Genau, Gen 1 hat Yu Akpo gesagt. Gut. Ja, ist, wie gesagt, alles ein bisschen schade einfach. Weil ich weiß halt auch nicht direkt, was ich besser machen kann. Wenn jetzt mal den Faktor, wie oft Videos kommen, weglassen. Weil das kann ich einfach nicht öfters. Es geht einfach nicht. Was kann ich dann noch besser machen? Ich könnte das cutten. So, ist aber auch wieder viel Aufwand. Was kann ich groß anders machen, was nicht Aufwand in Frage... Aber wisst ihr, was ich meine? Was irgendwie den Aufwand anspricht, den ich erhöhen könnte. Gibt's leider wenig. So. Gut, im Kampf sieht er ganz cool aus. Aber wie gesagt, er ist halt eigentlich jetzt einfarbiger. Eigentlich, die Texturen sind... Also, das Muster ist langweiliger als bei der Level 10er Version. Oder bin ich so ein harter Fanboy vom Giganosaurus Gen 2, an sich vom Giga aus Dominion, dass ich sage, hey, ich finde es so langweiliger. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von seinem Aussehen haltet, aber ich finde es langweiliger jetzt hier auf Stufe 40. Ich mag, was sie auch mit dem Kopf gemacht haben. Sie haben seine Details behalten, aber das ist ja ein Zeichen dafür, dass er genügend schon, ja, von sich doch gegeben hat mit seinem Aussehen. Er hat ja schon genügend Einzigartigkeit gehabt. Ja, gut. Als ob wir ihn nicht töten können. Wieso ist er so... Ja, das war jetzt schlecht. Hey, wartet mal ganz kurz. Wie soll ich denn das gewinnen? Mir fällt es jetzt gerade erst auf. Der Giga ist mein Stärkster. Den schenke ich jetzt her. Das ist nicht so gut gewesen. Das war blöd von mir. Das war absolut retarded von mir. Und jetzt bin ich auf dem Terizinosaurus. Okay, ich habe überhaupt nicht mitgedacht gerade. Super, Marcel. Super hast du das gemacht. Der Ostorposaurus ist so gut wie im Schnitt. Der Spinoraptor ist bei weitem stärker. Und der Mikroposaurus ist ein bisschen schwächer. Ja, moin. Also einfach nur ja, moin. Also, ich habe jetzt mit dem Giga komplett reingetrollt. Aber das ist ganz ehrlich, das. Da zeigt der Kampf genau das, was ich die ganze Zeit meine. Ey, der ist irgendwie nicht besonders. Wirklich nicht. Er ist nicht besonders, er ist nicht gut, er ist nicht sonderlich gut. Wow, er kriegt direkt auf die Schnauze. Optimal. Ja, das ist verloren. Also, wo ist denn das auch fair? So, er hat noch einen Punkt über. Wir könnten ihn töten, aber dann bin ich danach safe tot. Das kann ich nicht gewinnen. Er saved ihn! Ja, genau! Ich war mir jetzt eigentlich so todessicher, dass er eine Verteidigung hat. Ja, jetzt sind wir tot. 4 Punkte reicht, um uns zu töten. Bei 3 wäre ich mir unsicher gewesen. Okay, ersetzt. Okay, okay. Zahl doch safe noch 3 Punkte auf Verteidigung. Komm. Erzähl mir nichts. Du hast 3 Punkte auf Verteidigung. 3x3, 30. Ich versuche jetzt noch reinzuschwitzen, um irgendwas, den Bot noch umzustimmen. Ist egal. Ich dachte jetzt gerade, gut, soll ich für den Attack gehen, aber selbst wenn wir ihn einmal damagen, irrelevant. Da können wir weiter mit 2 Punkten nicht töten. Doch, können wir... Oh, ich habe gerade voll vergessen, mit 2 Punkten auch schon Prozentsatzboost kriegen. Ah! Egal. Ist auch gut so. Okay. Jetzt sieht es nicht mehr so gut aus. 2 Punkte von ihm sollten uns nicht töten. Ja, doch, 2 töten uns von ihm. Wir töten ihn mit 3 Punkten. Und 2 Punkte von ihm töten uns auch. Beim nächsten, deswegen muss ich 3 Verteidigung nehmen. 2 Punkte safe, aber töten nicht den Ostapo. Ich muss jetzt hoffen, dass er für einen Attack geht. Wenn er für einen Attack geht, dann können wir das noch holen. Ja,
Ja, Mann, wir haben gewonnen. Ja. Ja, Mann. Man nennt mich nicht umsonst der Broly Beaters, the Master of Jurassic World, the game. That's my PvP-Game. Einfach nur die ganze Zeit turteln, die ganze Zeit defensiv spielen. Ah. Ja, yeah, immer der Marcel. Immer erst am Aufregen, dann gewinnt er doch am Ende. Weißt du, immer erst meckern, aber am Ende macht er doch alles super. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Okay, ich habe ja versprochen, es wird eine längere Folge. Wir machen noch einen Fight. Eieiei. Ja, ihr habt schon mehr, also es wurde mehrfach geschrieben mit Terry, Rexy und Giga. Hat auch Nikki W. geschrieben, sehe ich gerade wieder. Moin, moin. Ja. Gibt's sonst noch irgendeinen? Ah, hier haben wir noch ein Team. Niklas, du hast noch ein Team reingeschickt. Halt. Hier, Erdneuzeit versus Landtiere ohne Booster, bitte. Niklas, du sagst noch. Ja, du hast das Team auch voll. Du hast es verdient vor allem. Du hast ja damals den Kommi geschrieben. So, den Kommentar, dass der Giga jetzt noch im Game hier ist. Da ist er. Den nochmal kaufe. Sofort Bergung einsetzen. Und du sagst Spinogen 2. Der ist wirklich stärker. Schade, schade. Und Megatherium. Oh Gott, Megatherium. War normaler Legendary? Kann das sein? Oder war er... Ah, nee, Schwachsinn. Das hier. Auch Turnier. Was labere ich? Die ganze Eiszeit... Es gibt so viele Eiszeit, wie, hier limitierte... Wahrscheinlich ist der Megatherium normaler Legendary. Wie kann ich nur so naiv sein? So. Jetzt hat er aber die Arschkarte gezogen, der Bot. Ich weiß immer noch nicht, wie wir das vorhin gewonnen haben. Jetzt gerade sieht man, dass der Giga so eine langweilige Mustierung hat. So eine langweilige Musterung. Ich probiere es einfach mal. Ah, was zum Geier! Das ist sowieso irrelevant. Wenn ich mich richtig anstrenge, könnte ich das mit dem Giga gewinnen. Mit Giga only. Okay, ich glaube, er hat 2 Verteidigungen. Ja, einen saved er. Jetzt hat er 4 Punkte nächste Runde. Ach, Schwachsinn, 5 hat er. 3 Punkte würden uns nicht töten, wenn er mit allen attackt. Er hat 6 Punkte, er hat 2 gesaved, er hat 4 Punkte. Marcel, du bist lost. Aber 4 Punkte reichen nicht, um uns zu töten. Also wenn wir uns wirklich anstrengen, dann kriegen wir es mit Giga hin. Was macht er mit den 4 Punkten? Saved er alle? Macht er 2 auf Verteidigung, 2 in Save? I don't know. Wenn er 8 Punkte hat, kann er uns definitiv töten. Mit 6 Punkten wird er uns vielleicht auch töten können. Das heißt, wir gehen mal mit 3 in Verteidigung. Alle Verteidigung. Okay. Ist gerade ein kleines Guess-Game, aber... Wahnsinnig spannendes PvP, ne? Mann, jetzt... setzt er die ganze Zeit nichts. Irgendwie immer, wenn der Bot hier Pflanzenfresser, also sagen wir mal, er hat den Klassennachteil, dann ist es fast immer der Fall, dass sie unfassbar defensiv spielen, nicht sich daran zu attacken, weil sie nicht töten können. Und dann ist es so ein zäher Kampf. Ja, super, wenn er jetzt von diesen 6 Punkten wieder 4 Verteidigung hat. Ich setze auch alle in Attack, komm. Ja, gut, er ist tot. Also war jetzt sogar von mir quasi optimal eingesetzt, aber jetzt sind wir halt tot. Jetzt sind wir halt tot. Schade. Wisst ihr, ich hätte es schon probieren können, um mit Giga Oni zu gewinnen, aber das hätte sich in die Länge gezogen. Das will doch keiner sehen hier, wenn ich die ganze... Ja gut, es ist irgendwo auch spannend natürlich. Das ist eine Challenge. Aber... Das hätte sich wahnsinnig in die Länge gezogen. Gerade wenn sie einen klassen Nachteil haben, werden sie immer wieder für Defense gehen und so. Das... Nee.
Der Spino gewinnt das. Auch nicht schlecht. Ja, gut. Ihr merkt gerade, meine Motivation ist heute nicht so hoch. Es liegt nicht am Spiel hier gar nicht. Das ist gerade, ich muss früh ins Bett heute. Ich muss gut ausschlafen. Oh, muss wieder ein bisschen produktiver werden hier. Und auch was essen. Ich habe es noch nicht gegessen bisher, deswegen bin ich auch schlecht gelaunt. So. Das ist er. Ich bin ehrlich, ich hole mir noch einen normalen Giga Gen 2, weil ich das Design mehr mag. Ich mag es einfach mehr, also bitte hatet mich nicht, aber... Sieht jetzt nicht total wie im Film aus. Aber das ist so ein langweiliges Muster, muss ich sagen. Schade. Na gut, das war ich, der Marcel. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder euren Spaß dennoch beim Zuschauen. Vielleicht geht's ja mal wieder los, aber dafür muss auch wirklich die Aufmerksamkeit wieder kommen. Bleibt gesund. Ciao.